Egal, zurück zum Test. Und damit herzlich willkommen zu Part 4 von Portal 2. Weiter geht's. Wir müssen dahin diesen Knopf aktivieren mit hier einem Würfel. So, dann machen wir das. Was? Wo ist der Knopf? Da. Jetzt gibt's aber nur ein Problem. Wenn wir ihn drücken. Oh, kaputt. Das ist einfach. Machen wir hier und machen wir dann nicht. Moment, ich muss erst da hoch. So. Und so. Dann müssen wir da ein Portal machen. Und da ein Portal. Du, 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 du. Yay. Wow, das war knapp. So. Aber was ist jetzt nun unser Ziel? Wir müssen Folgendes erreichen. Und zwar... GLaDOS ist wiederbelebt worden. Will, dass wir bis an unser Lebensende testen. Und... ja. Wir dürfen das nicht zulassen. Wir wollen immer noch fliehen. Das ist eine Lösung. Wir können hier fliehen, ja. So. Da. Es gibt nämlich bei Portal, habe ich jetzt schon längst rausgefunden, einen kleinen Tipp. Und zwar, die Steine, die am saubersten sind, die kann man nutzen. Und die am dreckigsten, die sollte man eher meiden. So. Und Pubus. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ja, gut. Genug. Portal Laboratories. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Das denkst auch nur du. Aber ja, definitiv. Hier ist unser erster Kontakt mit Turrets. Mit den geilsten Sprüchen. Hört mal hin. Ich will runter. Nee, ich bin nicht hier. Jetzt ordnen die sich selbst. Hä? Ah. Ah! Scheiße, ja, stimmt ja. Die können mich ja da drunter. Wie komme ich da noch? Wie bin ich da nochmal hingekommen? Komm mal nach. Moment. Ah, wie ging das nochmal? Moment, erstmal die Portale wegmachen, damit die mich nicht mehr sehen. So. Nein, 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 nein! Hä? Okay. Der erste ist schon mal außer Gefecht. Oh, das ist aber nett. Ah, jetzt weiß ich wie. Oh, ich bin so dämlich. Da bist du ja, du kleiner Hurensohn. Kaputt gemacht. Ah. Ein bisschen höher. Kaputt. Ja. Hier muss man mit Portalen spielen. Auch das Level ist cool. Und Quatsch. Boing. Tot. Ich da. Und du kaputt.
Dann holen wir uns mal die Kubus wieder. La 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 la. Können hier sogar ein Meisterwerk bauen. Hier. Boing. So, jetzt bauen wir einen Thron. Ja, die Kubusse brauchen wir gleich. So. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Ja, ich... Ah, sorry, wenn der Anfang ein bisschen unkompliziert ist. Ich nehme jetzt an einem neuen Tag auf und ich muss da wieder reinkommen. Wieder reinkommen. Moment. Da. Und da. Ha, perfekt. Boing. Ah. Ich mach ihn mit sich selbst kaputt. Komm, du musst deinen Bruder kaputt machen. Kaputt. Ah, kritischer Fehler. Mal gucken, ob das klappt. Ob man die mit diesen Robotern, mit den Turrets aktivieren kann. Das wäre echt lustig. Nein, 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 da ist noch einer. Wow, shit! So, das müsste hinhauen. So. Hopp, 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 hopp. Komm, ich hab noch einen Versuch. Ach, Dummheit. So. Hopp, 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 hopp. Ja, leck mich am... Geht doch. So. Und jetzt will ich das testen, ob das hiermit auch geht. Und ob die zu leicht sind. Hey, fall nicht um. Oh, Junge. Okay, das klappt nicht. Dann kommt ein Würfel drauf. Ach, verpiss dich. So. Man will ja auf Nummer sicher gehen. So. Damit die auch ja offen bleibt. Zwei. Nein. Drei. So bleibt das auf jeden Fall offen. So. Ich mache euch kaputt. Guck mal, die haben alle Angst. Verrückt! Geht kaputt! Ja! Das ist gut! Wow! Kaputt. Hallo? Es geht weiter. In den Ladebildschirm! Lulululu. Ja! Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Echt? Ich hatte gestern Geburtstag? Happy Birthday to me! Ich krieg auch vielleicht gleich einen Kuchen. Das ist schön. Ja. Der Cake isn't a lie. Denn... ich weiß, wie man ihn bekommt. Die Frage ist, wie? Ja, wie? Das ist die Frage. Junge!
Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. In 60 Jahren? Ich lebe lange, länger als 60. Für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Was? Ein medizinischer Eingriff ist ein... Was? Machst du mich zum Kerl? Würde schon komisch aussehen, aber leider nein. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Ja. Die Frage ist... Wer studiert sowas? Was? Also, Moment, also die hat studiert, dass unsere Kleidung an uns... an uns schlecht aussieht und an anderen gut. Ja, wer studiert sowas? Siehst du uns jetzt? Nein, nee. So. Da bist du. Nein, nein! Ziel verloren. Junge. Hallo. Fahre hoch. Au, 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 au. Kaputt. Ich mach die auch kaputt. Wer da? Alle kaputt machen. Lass mich hier raus. Nein. Das war eine dumme Idee. Simply stupid. Eine stupid Idee. Stupid. So, nochmal. Das blaue Portal etwas runter. Das orangene Portal dahin. So. Blaues Portal hier weg. Alle kaputt gemacht. Nee. Ihr kriegt mich nicht. Ihr seid Pisser. Geronimo. Au. Suche, suche. Wer ist da? Das war so einfach. Weg hier! Und so einfach umgeht man die Wichser. Bitte lass mich runter. Gerne. Nicht. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Ja, ist das nicht schön? Vielleicht sehe ich sie mal, dann können wir uns mal ein bisschen austauschen. Ist doch schön, wenn man so denselben Nachnamen hat, ne? Nein, mir ist nicht bewusst, dass das meine Eltern sind. Aber... Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Mich und mein Spiegelbild? Ich weiß es nicht. Ah, hier gibt's schon direkt wieder einen geilen Easter Egg.
Und zwar... Boing! Jetzt müssen wir die erstmal hier kaputt machen. Kaputt! 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 So. Dann haben wir hier den Cube. Den brauchen wir zum Bestätigen... zum Betätigen des Lasers. So, dann brauchen wir hier das Licht. Ach, komm schon. Boing. So. Und jetzt gibt es nämlich ein geiles Easter Egg. Dafür brauchen wir nämlich den Cubus hier. Eigentlich für was anderes, aber wir missbrauchen ihn einfach mal. Und zwar müssen wir ihn hier kaputt machen. Hallo. Stirb! Und wir kriechen hier durch. Ach, wo bin ich? Psst. Hört mal. Er ist am spannendsten. Kennt ihr die Melodie? Hört mal hin. Ah, und wen haben wir denn da? Einen Fetten. Ist das nicht schön? Ah, und das Schöne ist, hier gibt es auch wieder ein Lager zu entdecken. Mit Müll. Und wieder eine Zeichnung. Reality. Wir sehen tote Menschen. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Okay. Mehr war es das eigentlich nicht. Man kann die Turrets hier beim Singen hören. Aber sonst gibt es hier nichts zu sehen. Weiter geht's. Dann müssen wir das jetzt auf normale Weise den Cubus benutzen. Und zwar muss das Portal jetzt dahin. Erstmal dran vorbei, ohne drauf zu gehen. Ich spanne. Au! War da noch einer? War noch einer, ne? Nein. Okay. Weit. Ah! So. Weiter geht's! Das Lied ist so cool. Komm, macht mit. Okay, es ist vorbei. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. What? Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ja, hier ist auch wieder eine Anspielung. Wer hat's erkannt? Hä? Wer hat's erkannt? Glados hat alle kaputt gemacht. Der Test ist easy. So, nein, nein, dahin. Perfekt. Dann müssen wir erstmal da hoch, den Cubus wegnehmen und wieder raus. Dann müssen wir... Nein, warte, warte, warte. Vertan. Dann müssen wir da ein Portal setzen, den Cubus mitnehmen. So platzieren... Ja, so eigentlich nicht platzieren. Aber kann man die da wieder hoch? Ah! Was? Ah, Junge! Brech mal zusammen! So. Jetzt kommt der Lift nämlich hier runter. Dann müssen wir
Folgendes tun. Wieder an. Jung. So. Hoffentlich klappt das jetzt. So. Ach, komm schon! Willst du mich verarschen? Komm jetzt, du Hurensohn. Du gehst mir jetzt tierisch auf den Keks. So. Portal. Her damit. Mann! So. Fliegst du jetzt da drüber? Ja. Anpisset. So. Boing. Ja. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Das ist so rührend. Nicht. Es ist scheiße. Und Schock. Teil 4. Die Überraschung. Jetzt kommt mein Lieblingspart. Das ist auch ein richtig geiler Gag. Passt mal auf. Ein dunkler Raum, ne? Das ist cool. Ich liebe den Gag. Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Yay! Überraschung. Yay! Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Surprise! Okay. Und... Jump! Du bist ein kleiner Hurensohn. Ah! Ich steh doch hier hinter, willst du mich verarschen? Ja, jetzt wird es mir ein bisschen trickiger. Ja. Also wir müssen erstmal da ein Portal machen. Und... nein. Wir müssen erstmal darüber. Und zwar müssen wir jetzt hier... Moment. Du bist ein kleiner Hut. So, wir müssen da Portal machen. Und da Portal machen. Weil jetzt kommen nämlich zwei Cubes und sie würden normalerweise runterfallen. Bing. Hey. Oh. Nein! Nein, 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 nein. Puh. Das war dumm. Weg hier. Puh. Ja. Du ortest mich! Nein! Komm her! Nein! Puh. So. Jetzt müssen wir dahin. Die Kubisse da hinstellen. Boing. Au. Das ist nämlich jetzt... Au! So, und dann können wir nämlich erstmal Folgendes tun. Da ist der kleine Wichser gestorben. Ja, ich habe einen Roboter beleidigt. Ich habe
habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Die haben bestimmt bei der Telekom gearbeitet. Ich liebe das. Die Eltern, die angerufen haben, lieben sie nicht. Legen sie auf. Das hat er überhaupt nicht klar noch selbst gesprochen. Nein, überhaupt nicht. Und ich merke, wir sind wieder am Ende angekommen. Das war ein schöner Gag fürs Ende. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wiedersehen. Vergesst nicht, falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja abonnieren, liken oder irgendwas machen, was ihr wollt. Müsst ihr nicht, könnt ihr auch sein lassen, könnt noch einen Daumen runter geben. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part.